Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Rubiana, ich grüße dich. Du wartest auf ein persönliches Gespräch bezüglich auf die Arbeit. Du suchst eine neue Arbeit und möchtest du wissen, bekommst du diese Chance? Hast du dann auch einen Arbeitsvertrag? Das klären wir bei dieser Legung. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Jemand zeigt dir einen Weg und du sollst es folgen. Und das bedeutet, du bekommst ein Angebot oder jemand erzählt dir etwas und kommst zu neuen Ideen und damit bestimmst du die Richtung oder eine neue Richtung. Diese Zahl 8 hat auch eine Bedeutung. Das ist die Achtelbahn, die Gefühle mit Höhen und Tiefen, ein Hin und Her. Und das so fühlt sich gerade an. Es fehlt die Sicherheit, diese Stabilität und du weißt nie, was jetzt kommt. Und wenn du diese Zahl umkippst, dann ist das die Unendlichkeitssymbol. Etwas kommt in eine fließende Bewegung oder etwas oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit, dann bewegt sich auch einiges. Und da brauchst du das Vertrauen zum haben, dass du dich im richtigen Weg befindest. Und tatsächlich gibt hier Chancen, Möglichkeiten. Die Zahl 7 spricht dafür. Und das wird dir gerade beleuchtet. Dieser berufliche Weg wird beleuchtet. Aber im Hintergrund ist diese Schlange. Das bedeutet entweder eine weibliche Person, die nicht gut gesinnt ist zu dir oder symbolisiert deine Ängste und brauchst diese Wandlung raus aus die Angst, übergehen auf das Vertrauen. Worauf du achten sollst, was deinen Gefühlen betrifft, das zeigt hier dieses Bild, dieser Tod. Bedeutet symbolisch, es geht etwas zu Ende. Gleichzeitig ein Neuanfang. Und das könnte für dich bedeuten, dass du einen Arbeitsvertrag bekommst. Das zeigt sich hier auch in die Mitte. Das ist sicher, dass du bekommst einen Arbeitsvertrag. Diese Karte Tod bedeutet auch, wie wichtig das ist, von Ängsten zu befreien, weil Angst blockiert. Mit Angst geht nichts voran. Aber was kannst du tun, wenn Angst da ist? Weil das kann man nicht unter dem Teppich kehren. Wichtig ist, nicht aufhalten damit, nicht damit beschäftigen, auch nicht damit beschäftigen, was diese Angst auslöst. Nur für eine kurze Zeit das anschauen, weil wir brauchen eine Lösung, dann aber sofort umdenken, in eine Richtung, eine andere Richtung schauen, was uns beruhigt, was uns Freude macht, was zum Lachen bringt und dann verlierst du deinen Ängsten. Die Ergebnis liegt hier in die Mitte und diese hohe Priesterin überreicht das Schriftliche und das ist dieser Arbeitsvertrag. Diese hohe Priesterin kann auch bedeuten, dass hier das Schicksal spielt eine große Rolle, weil dadurch ändert sich etwas in dein Schicksal. Oder hast du schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Begegnungen oder die Schicksal möchte, dass du in eine andere Richtung dich bewegst. Diese Arbeitsstelle, wo du dich gerade beworben hast,
ist vielleicht gar nicht das Richtige für dich. Vielleicht ist da diese Schlange im Hintergrund. Die Schicksal meint gut mit dir. Kann sogar passieren, dass du hier eine Absage bekommst und du wirst neu orientieren. Aber damit hast du Glück. Fortuna steht in deiner Seite, zeigt auch die Fülle. Und die Zahl 4 bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur. Das kann auch eine spirituelle Richtung sein. Jedenfalls, du startest etwas Neues mit einer vollen Begeisterung. Und dieses Schicksalsrad dreht sich genau in die Richtung, was hier beschrieben ist. Das Schicksal lenkt das in die richtige Richtung und du wirst bald einen Arbeitsvertrag bekommen. Da kannst du sicher sein und damit hast du auch Glück. Ich befrage jetzt mein Pendel. Wirst du deine Berufung leben? Wirst du einen Arbeitsvertrag bekommen, wo du dich auch wohlfühlst? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja. Die Schicksal lenkt alles in diese Richtung. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das klappt nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann bleibt momentan noch alles stehen, aber bleibt trotzdem in Vertrauen. Willst du einen Arbeitsvertrag bekommen? Die Antwort ist ja, auf jeden Fall. Wenn das diese Stelle sein sollte, dann wird der liebe Gott dafür sorgen, dass du diese Arbeit auch bekommst. Wenn da eine Absage kommt, dann begrüße das als Glück, weil dann folgt eine neue Richtung. Ich würde das alles noch offen lassen. Höre auf dein Gefühl. Wenn du dich wohlfühlst dort, dann ist das der Richtige für dich. Wenn aber so komisches Gefühl dabei hast und bist nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass das die richtige Stelle für dich ist, dann geht es in eine andere Richtung. Liebe Rubiana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.